die Methode Lernen durch Lehren besteht darin, dass der Stoff in kleineren Abschnitten auf die Schüler, auf die Klasse verteilt werden und der neue Stoff und dass die Schüler die Aufgabe bekommen, den Stoff vorzubereiten inhaltlich und zu didaktisieren. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, keine Präsentation zu machen, sondern ganz normal wie ein normaler Lehrer Partnerarbeit anzuordnen und einfach die Schüler zu, ja, Mitschüler zu aktivieren. Ja, Lernen durch Lehren hat ja, eine Art Ansatzfunktion. Es lässt viele verschiedene Methoden zu. Und die wichtigste ist natürlich, Teilkompetenzen an Schüler abzugeben. Also sie sozusagen didaktisch auch ein bisschen zu bilden, um auf diese Weise effizient eine fremde Sprache lernen zu können. Ich selbst habe das zum Beispiel gemacht mit muttersprachlichen Klassen, die also innerhalb eines Jahres 2, 3 Jahre in Englisch nachholen mussten. Und das hat gut funktioniert durch diese enorme Selbsttätigkeit der Schüler, zu der sie ja ständig gezwungen werden. Ja, der Grund, warum ich seit 25 Jahren diese von mir, wie gesagt, entwickelte Methode und theoretisch abgesicherte Methode verwende, ist, dass die Methode sehr gut ankommt, immer bei den Schülern, dass sie sich sehr stark aktiviert und dass im Grunde alle Forderungen der Didaktik von dieser Methode aufgefangen und umgesetzt werden. Das in der Didaktik gibt es verschiedene schüleraktivierende Techniken und die Methode Lernen integriert alle diese Techniken aus meiner Sicht. Die Lernziele, die in den Bildungsplänen stehen, wie Schüleraktivierung oder Partnerarbeit, die sind schon sehr, sehr lange in der Diskussion und ich denke, dass der Vorteil der Methode Lernen durch Lehren war von Anfang an, dass alle diese Techniken integriert sind in einem Gesamtkonzept, was auch theoretisch untermauert ist. Das heißt für uns, ich spreche jetzt von meinen Kollegen, von meinen LDL-Kollegen, ist das einfach wunderbar gewesen, dass der neue Lehrplan endlich praktisch unsere Methode oder der Ansatz, dieser didaktische Ansatz, nachdem wir schon lange unterrichten, auch wirklich festschreibt. Die Ergebnisse der Schüler, die mit Lernen durch Lehren ausgebildet worden sind und die das Abitur ablegen, sind bei mir bis jetzt immer sehr gut gewesen im Vergleich zu anderen Klassen. Aber das kann ich nicht einseitig auf die Methode Lernen durch Lehren zurückführen, sondern ich muss sagen, so ist es nun mal. Beim letzten Abitur hatte ich 1,9 Durchschnitt und das waren 17 Schüler. Also das ist recht gut. Aber was dazu geführt hat, das kann man nicht nur mit einem Faktor erklären. Ja, zu den Vorteilen von Lernen durch Lehren ist natürlich zunächst zu sagen, dass der Anteil, der Sprechanteil, vor allen Dingen im Fremdsprachenunterricht natürlich der Schüler sich enorm erhöht. Also bis zu 75%, 80% ist natürlich mein Ziel, vor allen Dingen in den oberen Klassen. Ich kann mich als Lehrer zurücknehmen, aber gleichzeitig natürlich noch viel aufmerksamer meine Schüler betrachten und beurteilen. Auf der anderen Seite ist es auch entlastend. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung oder eine andere Vorbereitung als in einem normalen Frontalunterricht. Aber es entlastet mich auch sprachlich und stimmlich während des Unterrichtens. Auch zum Beispiel Leute, die eben nach diesem Ansatz unterrichtet werden, sehen auch sehr schnell, wo andere Probleme haben, helfen sehr spontan und sehr schnell. Denn es gibt eine ganz, ganz wichtige Regel, die heißt « qui peut m'aider » oder wer das noch nicht kann, sagt dann eben « qu'est-ce que c'est en français »,« wer kann mir helfen ?». Und diese Dinge tragen sich auch weiter. Auch Mütter haben mir das bestätigt, dass also Kinder einen ganz anderen Blick bekommen durch dieses « ja, kann er das, kann ich ihm helfen und wie gehe ich dabei vor ?». Ja, im Gegensatz zu den anderen Methoden, zu den anderen Fächern, ist es eben nicht so wie im Frontalunterricht, dass man das Wissen reingepresst bekommt, sondern dass man selber die Themen erarbeitet und selber reflektiert, selber recherchiert die verschiedenen Themen und sich selber damit auseinandersetzt und somit auch viel besser das Wissen aufnehmen kann. Also der große Unterschied besteht eigentlich darin, auch was ich gemerkt habe im Vergleich zum Englischen oder zu den Englischkursen, was wir bisher gehabt haben, dass eben nicht unbedingt der Lehrer immer vorne steht und uns Inhalte gibt und selber viel erzählt, sondern es sind wirklich wir, die dann den Unterricht gestalten
und vorbereiten und präsentieren. Und ich denke, das hat mir vor allem in der Sprache viel gebracht, dass es mir einfach leichter fällt, Französisch flüssig, einigermaßen flüssig zu sprechen. Es ist gut, weil der Französischunterricht wird von uns geleitet und wir haben eigentlich vieles davon, uns hilft es sehr, weil die Frau Heidel-Schönbeck steht eigentlich eher in der Nebenrolle und wir sind halt die Hauptdarsteller und wir strukturieren den ganzen Unterricht und wenn es auch Probleme gibt, helfen wir uns eigentlich gegenseitig. Ja, also wo die Gefahren liegen könnten, die liegen nicht bei den Schülern selbst oder beim Lernprozess selbst, sondern eher so, dass der Lehrer, da er einen sehr großen Überblick haben muss über den gesamten Stoff, er muss immer überlegen, oh, jetzt ist dieser Baustein verlangt. Er weiß auch nie, welche Fragen die Schüler stellen. Der Lehrer muss sehr souverän im Stoff sein und er muss sehr viel jonglieren können mit dieser Nichtlinearität. Und da sehe ich die Probleme, das verlangt vom Lehrer sehr, sehr viel Einsatz und sehr viel Arbeit. Aber wenn Lehrkräfte sich nicht trauen, Verantwortung abzugeben und Angst haben, dass dann vielleicht nicht der gesamte Stoff durchgenommen wird innerhalb des Unterrichts und das als Manko sehen, dann kann ich Sie trösten. Sie sollten sich da einfach mehr nach dem Rhythmus der Kinder richten und Sie werden dann sehen, dass es später sehr, sehr viel schneller möglich ist, auf viel komplexere Dinge eingehen zu können, wenn Sie dieses Zutrauen von Seiten des Lehrers spüren. Ja, ich möchte natürlich allen Mut machen, die sich damit befassen, Lernen durch Lehren wirklich in die Tat umzusetzen und zu unterrichten. Fangen Sie klein an. Fangen Sie mit einer einzelnen kleinen Übung an oder einem kleinen mathematischen Problem oder einer kleinen Beschreibung aus der Biologie, je nachdem, was Sie eben für ein Fach unterrichten. Und lassen Sie sich auch selbst erst einmal Zeit. Ja, als Ratschläge für Leute oder für Kollegen, die hier einsteigen wollen, würde ich sagen, sich nicht zu viel vornehmen. Er müsste mit kleinen Schritten anfangen. Zunächst mal vielleicht in einer Anfangsklasse die Grammatik übertragen oder die Präsentation des Wortschatzes übertragen. Ein bisschen Textpräsentationen. Aber nicht diesen Prozess forcieren, denn das braucht eine gewisse Zeit, bis die Schüler diesen Paradigmenwechsel vollzogen haben, dass sie aktiv werden und selber den Unterricht immer mehr gestalten.